zusammen und herzlich willkommen bei Ländle TV Diatag. Heute mit diesen Themen. Vorarlberg geht bei der Mindestsicherung einen eigenen Weg. Am Mittwochabend ist es endlich soweit. Die erste Ausgabe zu Gast bei im Jahr 2017 steht auf dem Programm. Und es gibt wie gewohnt die News sowie Wetterinformationen. Am Mittwochabend geht die erste Folge zu Gast bei im neuen Jahr über die Bühne. Ich durfte mich mit dem Theaterdirektor des Schübling-Theaters in Hörbranz, Werner Ritschl, unterhalten. Einen kleinen Vorgeschmack der neuen Folge zu Gast bei sehen Sie jetzt. Und dann bin ich dann halt, so wie es war, dass ich in die Lehre gegangen bin. Studieren habe ich nicht dürfen. Wella habe ich Wella. Schauspieler. Schauspieler. Nein, man denkt. Ich habe immer Theater gespielt. Ich wusste, es sind ein paar Leute benannt, die habe ich schon angefangen, Theater spielen, ein paar Sachen selber im Hirn. Und das als, Kind schon. Als Kind. Mhm. Applaus war ich ganz putzverrückt drauf. Und habe ich aber nicht dürfen, du bleibst da, du lernst was Gescheites. Und so hat man mich zum Habergang geschickt. Und da habe ich die Lehre gemacht und war ganz eine tolle Firma, muss ich sagen. Und da habe ich viel gelernt in meinem Leben. Und kurz nach meiner Lehrzeit habe ich schon meine Frau kennengelernt. Mhm. Und die war mit dem Theater behaftet, aber durchs Theater kennengelernt. Sie war Maskenbildnerin beim Friseur Weiß damals und der war der Theaterfriseur vom Landestheater. Okay. Und sie hat Kinder oben mit Amorphosen machen, die Kinder. Das war die beste Maskenbildnerin, die ich je gesehen habe. Und diese Frau war natürlich viel jünger wie ich, war aber groß und für ihr Alter eigentlich schon, wie man sieht, also die schaut älter aus, als wie sie ist. Und ich habe dann mit der Frau auch das Theater Hörbranz kennengelernt. Mhm. Da hat sie ja Nonne gespielt. Da. Man hat dann früher immer in Hörbranz gespielt. Theater der Traurigkeit, wo die Leute dann gesagt haben, muss man bringen, gell? Da muss man schon Taschentücher mitnehmen. Ja, das ist schön. Und heutzutage sind wir von dem Typ abgekommen natürlich. Wir spielen nur lustige Sachen noch und Kindertheater. Wie der Unternehmer das Leben im Theater, seine Familie und alles in Einklang brachte und wie er zu seiner jetzigen Lebenspartnerin gekommen ist, das und mehr sehen Sie morgen Abend um 20 Uhr sowie um 23 Uhr hier auf Ländle TV. Und bei uns geht es nun weiter mit den Meldungen des Tages. Durch die heftigen Schneefälle der vergangenen Tage herrschte in ganz Vorarlberg Schneechaos. Während solcher Tage sind wir von der ASFINAG rund um die Uhr mit der Schneeräumung beschäftigt, weiß der Autobahnmeister der A14, Gerald Krüger. Alleine an diesem Wochenende landeten 300 Tonnen Streusalz auf den Straßen Vorarlbergs. 1300 Tonnen sind noch lagernd. Seit Samstagmorgen waren 60 Mitarbeiter rund um die Uhr mit 10 bis 16 Räumfahrzeugen unterwegs. Nicht nur anstrengend, sondern auch kostenintensiv war das letzte Wochenende für die ASFINAG. Für die 300 Tonnen Streusalz und das Personal im Einsatz wurde in den letzten Tagen in etwa 60.000 Euro ausgegeben. Die 22-jährige Skirennläuferin Christine Scheier verzeichnete am Sonntag in Zauchensee ihren ersten Weltcupsieg. Nach 42 Jahren gewann somit erstmals wieder eine Vorarlbergerin eine Weltcup-Abfahrt. Am Tag danach steht sie im Olympiazentrum bereits wieder mitten im Training und spricht über ihren Sieg, ihre Verletzungen und wie es nun weitergeht. Ja, ist immer noch ein bisschen unrealistisch für mich. So richtig kapiert habe ich es noch nicht. Also ich möchte einfach weiterhin gut Skifahren, dass ich schnell sie kann, das weiß ich, und dann meine Trainingsleistung im Rennen wieder umsetzen. Unterstützung für die junge Skiathletin gab es auch vom Olympiazentrum Vorarlberg. Ja, sie haben sehr viel Unterstützung gekriegt vom Olympiazentrum in Dornbirn. Der Physiotherapeut, der Manuel Hofer, der hat sehr viel mit mir gearbeitet. Und im Kraftraum, da stellt man die ganzen Konditionspläne zusammen und das funktioniert ziemlich gut.
und ein 49-jähriger Grazer ist am Montag bei einem Lawinenabgang im Skigebiet Zürs mit einer Bänderzerrung am Knie davongekommen. Der Mann, der im Bereich Vordere Hasenfluh in einen 47 Grad steilen Tiefschneehang eingefahren war, wurde von einem Schneebrett mitgerissen, kam unter die Lawine, wurde aber kurz vor dem Stillstand wieder an die Oberfläche gedrückt und blieb schließlich bis zur Hüfte in den Schneemassen stecken. Daraus konnte er sich selbst befreien. Die anderen Mitglieder der Skigruppe wurden nicht von der Lawine erfasst und blieben unverletzt. Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrätin Katharina Wiesflecker präsentierten im Pressefoyer am Dienstag die Neuerungen bei der Mindestsicherung. Wir haben alle Informationen für Sie zusammengefasst. Das landeseigene Modell zur Mindestsicherung war nach dem Scheitern einer bundesweiten Einigung notwendig geworden. Es war ein langer Prozess, es waren schwierige Verhandlungen, auch mit den Grünen natürlich in der Regierung. Aber eine Regierung kann nicht nur, wenn Schönwetter ist, sagen, es passt alles. Sie muss auch in schwierigen Zeiten oder bei einem schwierigen Thema Lösungen finden. Dafür sind sie da und dafür ist auch diese Koalition da. Insofern war es in auch schwieriger Situation durchaus möglich, ich meine, nicht nur einen Kompromiss, sondern eine gute Lösung fürs Land zu finden, mit klaren Einsparungen bis zu 3 Millionen Euro in der Mindestsicherung, mit einem klaren Anreiz für den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt, das Allerwichtigste, keine Verfestigung, kein Daueraufenthalt, keine Hängematte letztlich, ist das Ziel, an dem wir arbeiten müssen, mit einem klaren Signal an Asylberechtigte, dass sie in den Quartieren bleiben müssen, nicht mit einer fixen Wohnung gleich rechnen können und dort auch eine doch spürbare Einsparung auch vornehmen werden. Das heißt, wir gehen differenzierter vor, wir fahren nicht mit dem Kamm über alles drüber, wir schauen jede Familienkonstellation an und wir haben auch darauf geachtet, dass der Unterschied Mindestsicherung und Einkommen durch Arbeit auch vorhanden ist. Man hört das ja oft aus der Bevölkerung und darauf musste man reagieren. Arbeiten muss sich schon lohnen. Wir können jetzt guten Gewissens sagen, wir werden die Mindestsicherung so weit auch runternehmen können und kürzen, dass das Argument, es ist besser, arbeiten zu gehen, wieder zählt. Und das ist das alles Entscheidende. Die grundsätzlichen Ziele der Mindestsicherung sowie deren Bezeichnung bleiben also bestehen. Das bedeutet, dass am Ziel der Mindestsicherung als Grundlage zur Bekämpfung und Vermeidung von Armut und sozialer Ausschließung festgehalten wird. Das zweite große Ziel ist der schnellstmögliche Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt, betonte Landeshauptmann Wallner und Landesrätin Wiesflecker. Also es war die Ausgangssituation, auch dieses Paket hier eine Reform mit Augenmaß zustande zu bringen. Ich möchte noch einmal wiederholen, was es in Vorarlberg nicht geben wird, weil das noch nicht so thematisiert worden ist. Es wird keinen generellen und undifferenzierten Deckel geben, wie das in anderen Bundesländern erfolgt. Und wir halten uns an verfassungsrechtliche und europarechtliche Bestimmungen, indem wir keine Ungleichbehandlung machen. Also das sind zwei wesentliche Unterschiede auch zu Veränderungen, die in anderen Bundesländern erfolgen. Was die Änderungen in Zahlen bedeuten, finden Sie auf www.vorarlberg.at. Soweit zum Pressefoyer und bei uns geht es weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Die Vorarlberger Landesregierung hat sich auf ein eigenes Modell zur Mindestsicherung geeinigt. In seinem neuen Kabarett Bildungsferner nimmt der Wiener Hackprofessor Andreas Ferner das Bildungssystem aufs Korn. Im VN-Interview gibt er Einblicke in sein neues Stück, das er in der Hackhasch Feldkirch und im Sacré-Cœur Riedenburg aufführen wird. 3 Lawinentote waren in Vorarlberg binnen einer Woche zu verzeichnen. Nun lockt bestes Skiwetter wieder zahlreiche Menschen in die Berge. Die Lawinenwarnzentrale des Landes mahnt. Die Lawinengefahr wird nur langsam abnehmen. Das war's auch schon wieder von Ländle TV Dia Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Tschüss. Ich tue jetzt meine Rössle füttern und das Heu vorbereiten und die Faulhänner da drum. Hey, halt! Ich sehe gut für mein Wetter die nächsten Tage. Gell, Schwesterle? Besser als nichts? Ich auch! Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen minus 11 und minus 3 Grad. Der Wind weht mit 8 km/h aus Süd-Südost. Morgen Dienstag wird ein sonniger, aber weiterhin kalter Wintertag im Ländle. Es bleibt bei Dauerfrost. Der Schnee glitzert in der Sonne. Hochnebel ist kein Thema. Im Gebirge kommt es zu einer deutlichen Frostabschwächung. Das sonnige, aber kalte Winterwetter setzt sich am Donnerstag fort. Am Bodensee und im Raum Bregenz ist zu Beginn Nebel oder flacher Hochnebel nicht ausgeschlossen. Der strenge Frost im Gebirge schwächt sich weiter ab. Am Freitag ziehen vereinzelt Wolken über den Vorarlberger Himmel und am Samstag ist es sonnig bei minus 8 bis minus 2 Grad.